Hoppsala. Hallo und willkommen zu unserem Live-Chat. Diesmal mit einem Gast, den ihr noch nicht live gesehen habt, nämlich die Katharina Schulz. Hallo! Unsere neue Moderatorin. Die kennt ihr bestimmt schon, also ein paar von euch, weil sie hat schon zwei Videos bei uns bei Russland TV gemacht. Wie bist du eigentlich auf Russland TV gekommen? Ich habe eine Stellenanzeige im Prinzip für die Moderation gefunden. Und zwar heißt die Seite jobwerk.de. Da findet man eigentlich meistens Schauspielerangebote, also ja, wo man so kleine Rollen zu vergeben hat oder Komparsenrollen. Dadurch, dass ich ja Schauspiel studiere, gucke ich da natürlich regelmäßig rein. Und so habe ich dann aber auch die, das Jobgesuch eben für Russland TV gefunden. Und ja, so ist es passiert. Und warum hast du dich beworben? Weil ich eben auch russische Wurzeln habe. Meine Mutter kommt aus Russland, ist aber Russlanddeutsche. Und dadurch habe ich eben schon immer die Kultur daheim gehabt. Und als ich eben gesehen habe, dass es eben um unabhängige Nachrichten aus Russland auf Deutsch geht, dann fand ich das natürlich schon direkt interessant, weil Politik interessiert mich auch. Und dann war es für mich eigentlich keine Frage und ich habe gedacht, ich muss es probieren. Und was machst du sonst so aus der Russland TV? Ich mache eine Schauspielausbildung an der Internationalen Akademie für Filmschauspiel in Köln und das nimmt eigentlich schon so gut wie alles von mir mit ein. Ansonsten mache ich gern Sport, ich habe mal Eiskunstlauf gemacht, so wie du, Ariane. Ich sehe ziemlich gerne meine Familie, logischerweise, auch wenn das aktuell nicht so oft ist, dadurch, dass ich in Köln bin. Ja, und ansonsten ist eigentlich recht viel Schauspiel und Moderation für Russland TV. Genau wie beim letzten Live-Chat von Anna und Julia in Moskau gibt es hier auch eben ein festes Thema, nämlich das sind das Russlanddeutsche und den Draht, den sie heute noch zu Russland haben. Und ihr könnt in dem Chat auch Fragen stellen und wenn die zum Thema passen, dann wird mein Papa hinter der Kamera. Hallo! Der wird dann das Ganze uns vorlesen, wir können es dann auch beantworten. Genau, und im Begleitchat in diesem Chatverlauf neben dem Video. Er ist auch Julia online, da könnt ihr auch mit ihr während der Sendung chatten. Katja ist seit einiger Zeit die erste Aussiedlerin, die für uns arbeitet, weil die meisten anderen Moderatorinnen ja in Russland leben. Bist du auch in Deutschland geboren? Ja, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen komplett, und zwar in Pasewalk, das ist oben an der Ostsee, Richtung polnische Grenze. Und meine Familie war im Prinzip gerade mal einen Monat hier in Deutschland. Also die sind am 4. Januar 97 hier in Deutschland angekommen und am 10. Februar bin ich geboren. Ja, also bin ich noch im Flugzeug nach Deutschland unterwegs gewesen. Im Bauch. Also deine Eltern kamen dann aus Russland? Genau, meine Mutter ist aus Russland, ist also Aussiedlerdeutsche. Ja, genau. Und wann warst du das letzte Mal in Russland? Das letzte Mal war ich in Russland, da war ich 8 Jahre alt. In der Heimatstadt meiner Großeltern, meiner Mutter. Und zwar in Chelyabinsk, am Uralgebirge. Kennst du auch noch andere junge Russlanddeutsche, die halt ein bisschen, also viel Kontakt eben zu Russland haben? Ja, kenne ich einige, tatsächlich. Vieles waren meistens, die meisten waren frühere Klassenkameraden. Ja, genau. Also ich kenne schon einige, ja. Kannst du dir vorstellen, auch öfter nach Russland zu kommen, zum Beispiel um Berichte für Russland TV zu machen? Ja, total. Also fände ich eigentlich ganz cool. Ich muss sowieso unbedingt mal wieder nach Russland. Mein Traum ist es ja sowieso, eine schöne Städtereise mit Moskau und mit St. Petersburg und alles zu machen. Gerade im Winter will ich das mal erleben, genauso wie aber auch im Sommer. Meine Pläne sind riesig. Genauso will ich aber auch mal mit der transsibirischen Eisenbahn einmal mal quer durch Russland fahren. Das fände ich total cool. Für eine Berichterstattung würde das sowieso noch mal viel mehr Spaß machen, weil man das mit der Arbeit verbinden kann. Okay. Junge Russen, die Deutschland besuchen, meinen oft, dass die jungen Russlanddeutschen gar nicht so ganz aktuell informiert sind über das, was in Russland so abgeht. Zum Beispiel in Russendiskos laufen oft komplett andere Lieder sozusagen, wie in Clubs in Moskau oder in St. Petersburg. Gehst du öfter in solche Diskos? Ich war tatsächlich noch nie in einer Russendisco. Wir haben eine, die ist gar nicht so weit von meiner Heimatstadt entfernt. Ich glaube, 3/4 Stunde muss man fahren. Ich bin halt eher in einem deutschen Freundeskreis groß geworden, deshalb bin ich nie dazu gekommen.
Wer würde ich aber mal gerne? meine 18-jährige Schwester. Die, bei ihr ist es eben genau andersrum. Sie hat eher mehr russische Freunde und sie ist eigentlich tatsächlich mehr in dieser Russendisco. Und ich nehme mir eigentlich die ganze Zeit vor, mal mit ihr dahin zu fahren. Ist aber leider auch noch nicht gelungen, aber das steht noch auf dem Plan. Und zu dem altmodischen Denken von den jungen Leuten aus Russland, ob das so stimmt. Ich finde auf jeden Fall, ich habe mich ja nie in diesem russischen Kreise aufgehalten, aber ich glaube das auch. Also ich denke, die haben da schon recht. Weil ich glaube, was hier viel in den russischen Diskurs gehört wird, ist halt meistens das, was wir von unseren Eltern hier kennen. So diese Oldies von unseren Eltern, die sie halt früher in Russland gehört haben. Ich meine, ich kenne davon auch eine Menge. Ich glaube, es gibt diese bestimmten Sänger, die auch jeder kennt, die man hört. Aber ich glaube, das ist trotzdem in Russland nochmal ein bisschen was anderes, wenn man da lebt. Mhm. Bekommen die jungen Aussiedler über das Internet so mit, was so in der russischen Musikszene gerade läuft? Ja, ich glaube, dadurch, dass es mit dem Internet heutzutage ziemlich einfach ist, denke ich das schon. Gerade Spotify, also ich höre auch sehr, sehr viele russische Musik. Ich habe bestimmte Sänger, die ich zum Beispiel mag. Wenn ich dann zum Beispiel anfange, eine Sängerin zu hören, dann wird mir schon auf Spotify die nächste vorgeschlagen und dann finde ich direkt auch 5 neue Sänger, die dann auch meinem Musikstil entsprechen. Und dann, also durch die Leichtigkeit mit dem Internet heutzutage geht das, glaube ich, schon ganz einfach. Und hast du irgendwelche Lieblingssänger aus Russland? Ja, klar. Also es gibt so eine bestimmte Gruppierung, also es ist einmal die Black Star Mafia, da sind dann Rapper und Sänger unter anderem wie Timati und Igor Krit und so weiter drin. Von den Frauen mag ich Christina Si sehr, das ist eine armenisch-russische Sängerin. Dann höre ich auch sehr, sehr gerne russischen Rap, aber nicht so diesen typischen wie jetzt von Timati oder so, sondern eher diesen Trap-Rap. Das sind dann so Leute wie, der eine heißt Pharao, der eine heißt T-Fest, also die haben dann so verrücktere Namen, auch nicht so diese typischen russischen. Aber wen ich auch sehr mag, ist Timo Belaruski. Ist so ein ganz junger Kerl, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Musst du dir auf jeden Fall mal anhören. Der ist echt cool. Okay, das mache ich dann. Liest du irgendwelche russischen Bücher? Nein. ich kann zwar russisch lesen, aber ich habe es auch schon probiert. Kinderbüchern habe ich nicht probiert. Ist es für mich schon anstrengend. Also ich spreche ja fließend, ich verstehe alles, ich kann es lesen, schreiben kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich würde das auf jeden Fall gerne noch in Zukunft hinbekommen, aber aktuell gar nicht. Okay, gibt es schon irgendwelche Fragen im Chat? So? Die unterhalten sich schon die Leute im Chat, so viel steht fest. Auch mit der Julia, oder zumindest haben sie es, glaube ich, probiert. Die hat sich auch schon gemeldet. Die Julia ist also im Chat. Es ist eine Frage an euch beide gewesen, ob ihr eigentlich Russinnen seid. Also ich nehme mal an, von der Staatsangehörigkeit, fangen wir doch mal mit dir an. Ja, also die Frage kommt auch ganz oft bei uns. Ich bin keine Russendeutsche, ich bin russisch und deutsch, also beides. Ich habe 2 Pässe, weil mein Vater ist deutsch und meine Mutter ist russisch. Ich bin Aussiedlerdeutsche, also ich bin eigentlich deutsch in dem Sinne, weil ich hier geboren bin, aber meine Mutter ist eben Aussiedlerdeutsche, die Familie meiner Mutter. Ich bin eigentlich zur Hälfte noch Tatarin, weil mein Vater Tatare ist. Aber wie gesagt, die andere Hälfte ist eben Aussiedlerdeutsch. Das Ding bei mir ist, ich habe auch eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe auch 2 Pässe. Aber das liegt daran, dass Russland damals den Aussiedlerdeutschen, die eben das Land Russland verlassen haben, die Möglichkeit gegeben hat, dass die Kinder der ersten Generation dann auch noch die russische Staatsbürgerschaft behalten dürfen, weil sie eben über mehrere Generationen in Russland gelebt haben und eben eher das Russische mit nach Deutschland bringen als Familie und die Kinder dann ja auch russisch aufwachsen teilweise. Deshalb habe ich auch die doppelte. Ist aber bei Aussiedlerdeutschen, die aus Kasachstan kommen oder aus Weißrussland oder der Ukraine, ist es nicht so. Die müssen sich dann eben, die nehmen dann nur die Deutsche und die haben sie dann auch. Ich habe halt ja, das Geschenk im Prinzip, dass meine Familie aus Russland kam und deshalb habe ich beide Staatsbürgerschaften. Ansonsten haben wir noch den Kommentar, dass Russendiskurs in Deutschland zum Kotzen sind. Ich kann es nicht beurteilen. Und da haben wir noch die Frage, wie wir die russischsprachige Wikipedia finden. Dazu kann aber ich was sagen, weil ich ja sehr viele Artikel recherchiere und ich muss sagen, dass ich die russischsprachige Wikipedia sehr gut finde und auch viel ausgewogener bei Russland-Themen als die deutschsprachige Wikipedia, die natürlich so einen gewissen
Mainstream-Einschlag hat, aber das hat man, wenn man aus der russischsprachigen Wikipedia Informationen aus Russland sieht, nicht. Das ist wirklich unabhängig und gut. Dann machen wir mal weiter. Also falls ihr noch Fragen habt, die nicht zum Thema passen, könnt ihr die auch stellen. Wir beantworten die aber erst ganz am Ende vom Live-Chat. Bei uns geht es ja viel um News und auch uns schauen vor allem Leute, die eben kein Russisch können, aber sich unabhängig über Russland informieren möchten. Und da wollten wir dich fragen, ob du meinst, dass wir viele Aussiedler quasi unter unseren Zuschauern haben, die lieber auf Deutsch als auf Russisch sich bewegen. Ich denke auf jeden Fall, weil Aussiedler-Deutsche, die wachsen ja hier mit der ersten Muttersprache Deutsch auf, so vom ersten Ding her jetzt einfach mal gesehen. Und für mich ist es zum Beispiel einfacher, mir die Russland-News auf Deutsch anzuschauen, auch wenn ich fließend Russisch spreche, aber für mich sind dann russische Nachrichten oft anstrengend, also ist für mich anstrengender dazuzuhören, weil dann viele Fremdwörter fallen, die für mich halt nicht die Alltagssprache sind. Und wenn ich das dann auf Deutsch höre, dann komme ich damit besser klar oder kann auch wirklich nachvollziehen, was da erklärt wird. Und ich denke mal, dass ich da nicht alleine bin in der Hinsicht. Ich denke, den meisten geht das so, weil es ja die relativ selbe Situation ist. Mhm. Werden in deiner Familie viele russische Nachrichten geschaut? Auch, ja. Also ich finde, es ist ganz ausgewogen bei uns. Bei uns werden russische Nachrichten ebenso auch wie deutsche geschaut. Dann wird mal einmal wird dann das Russische geschaut und dann liest sich die Mauer zum Beispiel aber danach irgendein Artikel auf Deutsch zu irgendeinem Thema durch. Also es ist jetzt nicht so, dass bei uns nur Deutsch oder nur Russisch geguckt wird. Es ist gut ausgewogen, finde ich. Was hältst du von den russischen Nachrichten und von den Deutschen über Russland? Ich persönlich kenne mich dann doch zu wenig mit den russischen Nachrichten aus. Wie gesagt, es ist für mich dann oft anstrengend. Ich verstehe trotzdem alles, um was es geht, was die damit erreichen wollen. Ich finde die Berichterstattung eigentlich immer relativ gut gestaltet. Zu den Deutschen über die russischen kann ich sagen, dass ich das halt immer alles zu sehr in so einem Schubladendenken finde. Und das finde ich halt nicht schön für mich, weil ich auch die andere Seite kenne, weil ich mir dann denke, ihr packt das immer in so einen Kasten und schiebt das weg und dann ist es immer alles schlecht. Und finde ich teilweise halt einfach jeder macht das und da wird gar nicht mehr auf Unabhängigkeit geachtet, wie zum Beispiel bei uns, warum ich das ja so toll finde, was ihr bzw. wir jetzt hier machen, dass unabhängig berichtet wird, was halt aktuell nicht mehr, das kann man nicht mehr behaupten, dass unabhängig berichtet wird. Hast du viel Interesse an Politik? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wodurch das kam, aber irgendwie hatte ich es immer. Ich hatte noch früher, als ich noch jünger war, vielleicht in deinem Alter, hatte ich immer so Debatten mit meinen russischen Onkels. So. Dann gab es immer Streitigkeiten, weil man lässt sich gerne beeinflussen, jeder lässt sich beeinflussen. Deshalb ist es ganz wichtig, sich seine Meinung selbst zu bilden und sich nicht auf irgendwas zu fokussieren und sich davon blenden zu lassen, sondern einfach, man soll sich selbst informieren, wir sind alle geistig klar genug, um das zu machen und das, ja. Junge Russlanddeutsche sind laut mehreren Zeitungsberichten eher politisch nicht so interessiert. Stimmst du dem zu? Ja, aber ich glaube, das liegt einfach an unserer Generation. Die jungen Leute haben heutzutage eher was anderes im Kopf, wie Social Media. Was mache ich mit meinem Leben? Reise ich noch ein bisschen rum? Was studiere ich? Freunde und so weiter. Ich glaube, ich finde es schade, Politik ist einfach nicht mehr so ein großes Thema bei den Jugendlichen, aber ich hoffe, dass es sich, oder ich glaube, dass es sich aktuell wieder ein bisschen ändert und dass das Interesse bei Jugendlichen wieder ein bisschen steigt. Aber aktuell war es eigentlich recht wenig. Wir haben manchmal den Eindruck, dass junge Aussiedler oder Russen sich mehr für Russland interessieren als junge Deutsche. Stimmst du dem zu? Auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist ganz einfach zu erklären, weil junge Deutsche sind junge Deutsche. Warum sollten die größeres Interesse an einem anderen Land haben als Aussiedler-Deutsche im Prinzip, die ja wirklich eine Verbindung zu diesem Land haben? Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mich mehr für Frankreich interessiere als jemand, der hier lebt und aus Frankreich kommt. Okay. Bist du selber eher in dieser Szene unterwegs, wo quasi Aussiedler oder Russen in Deutschland in so, ja, quasi nur unter sich leben? Und was denkst du von dieser Szene? Gar nicht. Also ich bin da gar nicht unterwegs, war ich auch nie wirklich. Ich war immer, ich weiß nicht warum, aber mein Freundeskreis war immer deutsch. Ich kenne viele, die dann eben in solchen Szenen unterwegs sind. Und
Ich weiß nicht, ob sich dann manche dadurch angegriffen fühlen oder so, aber ich bin kein sehr großer Fan davon. Weil die sind dann meistens unter sich und es ist ja alles ganz schön und gut und nett, aber irgendwie wird dann auch immer nur dasselbe gemacht und es oft geht es dann auch um, ja, wo gehen wir dann morgen was trinken, wo gehen wir übermorgen was so, oder wann fahren wir wieder in die Russendisco. Ich weiß nicht, ich muss dem auch zustimmen, dass die jungen Russen sagen, dass die Aussiedler, deutschen jungen Russen, da ein bisschen altmodischer in den ganzen Hinsichten unterwegs sind. Ich glaube, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Aber ich kann es jetzt auch nicht so gut beurteilen, weil ich da nicht unterwegs bin. Denkst du, dass die Russlanddeutschen besser integriert sind als andere Gruppen, die ähnlich lang in Deutschland schon sind, wie zum Beispiel in Deutschland lebende Türken? Ich finde die Frage schwierig. Ich glaube, das kommt ganz darauf an, auf was für eine Person du triffst. Wie offen die der Kultur gegenüber ist, wie offen sie dem Land gegenüber sind, aus dem du kommst. Ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel ein Türke, der jetzt schon seit 20 Jahren hier lebt oder geboren ist und so weiter, auf einen trifft, der eben die Türkei nicht mag oder die Türken nicht mag, dann ist es halt scheiße. Und wenn er halt aber jemanden trifft, der da total offen mit damit umgeht und damit lebt. Und ja, dasselbe ist es halt auch mit den Russlanddeutschen. Ich weiß nicht, ich hatte auch schon Fälle, dass ich, dass über mich dann gesagt wurde, die Aussiedlerdeutschen. Und ich dachte mir, wow, ich bin hier geboren und ich hatte noch nie ein Problem damit oder habe noch nie sowas gesagt bekommen. Also ich glaube, es kommt drauf an, wem du da begegnest und wie offen dieser Mensch einfach dir gegenüber ist. Schweinfurt ist recht bekannt dafür, dass es viele Aussiedler gibt, die halt in ihren bestimmten Stadtteilen quasi leben. Mhm. Ist es da, wo du wohnst, auch so? Nein. Also, ich habe in einem relativ großen Haus gewohnt in meiner Kindheit und da gab es 3 weitere Familien, die eben auch Aussiedlerdeutsche waren. Oder ähnlich eben im Prinzip, aber da gab es genauso auch Türken, da gab es genauso Albaner. Und genauso, wenn nicht die Mehrheit, sogar auch an Deutschen. Also ich glaube, heutzutage ist das sowieso auch schon richtig verteilt. Ich glaube, das ist bei uns in Aschaffenburg auch wirklich sehr verteilt. Da gibt es keinen bestimmten Bereich, wo alle wohnen. Zum Beispiel in Köln habe ich jetzt die Erfahrung gesammelt, gibt es schon diese bestimmten Stadtteile, wo die Leute wohnen, aber es ist auch verteilt. Also es kommt drauf an. Okay. Wir haben schon öfter Beiträge gemacht über Aussiedler, die eben aus Deutschland ausgewandert sind. Und das interessiert immer viele Leute. Könntest du dir vorstellen, aus Deutschland auszuwandern? Und wenn ja, wohin würdest du gehen? Ich bin so ein weltoffener Mensch. Ich würde am liebsten auf der ganzen Welt wohnen. Ich habe schon gesagt, ich würde total gerne nach meiner Ausbildung an der Schauspielschule in Köln, würde ich total gerne mal für ein halbes Jahr nach Moskau und da vielleicht irgendwie versuchen, mir was aufzubauen. Ich würde voll gerne für ein halbes Jahr nach Paris, weil ich bin so ein großer Frankreich-Fan zum Beispiel. Ich würde gerne mal nach Spanien für ein halbes Jahr, also ich würde ziemlich gern alles machen. Für mich gibt es eigentlich kein bestimmtes Land, wo ich sage, oh mein Gott, ich will raus aus Deutschland und ich will in diesem Land leben. Russland finde ich sowieso cool für mich, weil ich das in der Kultur drin habe von zu Hause. Ich kann die Sprache. Ja, also es könnte schon sein, dass es vielleicht irgendwann, dass es mich mal nach Russland zieht, aber ich denke nicht für immer, sondern vielleicht irgendwie mal als Zweitwohnsitz oder zum Arbeiten. Okay, gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, da gibt es inzwischen einige, ja. Ob ihr einen Russen in Deutschland am Aussehen erkennen könnt? Es kommt drauf an, also wenn sie älter sind, dann kann man das schon ein bisschen erkennen, weil die haben halt immer so ähnliche Klamotten an. Und sowas kann man halt auch ein bisschen aus Russland, ja, das kennt man halt ein bisschen aus Russland, wenn man öfter in Russland war. Aber bei den Jüngeren merkt man es eigentlich nicht mehr, finde ich. Also ich glaube, bei den über 20-Jährigen oder vielleicht sogar über 25-Jährigen zu 90% ja. aber wenn es jetzt um die jüngere Generation geht, die jetzt halt gerade vor mir kommt, finde ich es schon schwieriger. Wenn ich mir jetzt mal die Freunde von meiner Schwester anschaue, würde ich das so gar nicht beurteilen können. Aber wirklich so bei den über 25-Jährigen, ja, oft, ja. Sprecht ihr in eurer Familie häufiger über die deutsch-russischen Beziehungen?
Ja, durch den Kanal eigentlich. Ja, schon manchmal, würde ich sagen. Also ich bin ja jetzt nicht so die Politikinteressierteste, aber ja, also es geht schon des Öfteren darüber, also einfach wegen dem Kanal, Und der Typ, der ständig Herzen an meine Tochter schickt, soll noch mal ein bisschen vorsichtig sein. So, und jetzt kommen Ariana, die hübscheste von allen und so weiter. Das ist dann einen heftigen Verehrer. Aber jetzt deutsch-russische Beziehungen. Thema bei euch in der Familie Schulz? ganz oft, so oft manchmal. Ja, ich finde, das endet dann oft in irgendwelchen Diskussionen, die dann irgendwann gemein werden und so. Und ist nicht immer witzig, weil jeder halt dann mit, ich weiß nicht, es ist also dann ein bisschen so diese russische Sturheit, die dann in den ganzen Köpfen bei uns drin ist und jeder hat recht und jeder weiß es besser und nein, du bist jünger, du weißt gar nichts. Also es geht oft darum, aber es ist nicht eines der schönsten Themen in der Familie. So, einer will noch wissen, ob es in Russland oder in Deutschland jetzt schneller besser wird, aber dazu müsste man ja erstmal davon ausgehen, dass es gerade besser wird in Deutschland und in Russland. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter, weil es ist eher die Fragen, die nicht zum Thema direkt Russland-Deutsche gehören, machen wir ja dann am Schluss. Okay, also wir haben demnächst eine Zusammenarbeit mit einem Koch-Channel, also einem Collab, wo du zusammen mit einem Profi russische Sachen kochen wirst. Was ist denn deine Lieblingsspeise aus Russland? Da könnte ich jetzt fünf nennen. Ich esse also alles, was Teig mit Fleischfüllung im Russischen zu bieten hat, esse ich ganz, ganz gerne. Ich liebe Manti, ich liebe Pelmeni, ich liebe alles. Ich liebe Chibureki, ich liebe und die russischen Suppen und ich bin eigentlich kein Suppenfan, aber Mamas Suppen sind die besten. Die esse ich dann auch gerne, da freue ich mich, wenn sie gekocht werden. Die russischen Salate mag ich zwar wenige, aber dann gibt es dann bestimmte, die ich sehr liebe. Ja, also ich kann mich mit dem russischen Essen kann ich mich nicht beschweren. Kochst du oft selber und oft russisch? Leider nein. Dadurch, dass ich jetzt alleine lebe und WG leben und so weiter, koche ich eigentlich sehr, sehr wenig, leider. Will ich aber im nächsten Jahr ändern, das ist ein neuer Jahresvorsatz. Dann mit der ersten eigenen Wohnung sollte das hoffentlich mal klappen. Russisches Essen habe ich noch nie alleine gekocht. Immer geholfen, der Oma, der Mama. Und ich glaube, ich muss das jetzt dann auch in Angriff nehmen, dass die Mama mal wirklich nebenan steht und mir einfach nur sagt, was ich machen soll, damit das in meinem Kopf bleibt. Weil das russisches Zeug zu kochen ist halt nicht so, ah, ich öffne jetzt mal eine Internetseite auf mit Rezepten. Nein, das muss dann schon von der Mama angeleitet worden sein, dass es dann auch genauso gut schmeckt. Und habe ich in der Zukunft vor. Ihr kocht dann ja auch Sachen, also eher moderne russische Sachen, die halt Einflüsse von anderen Gebieten haben, wie es zum Beispiel jetzt in Moskau oder in St. Petersburg in ist, also zum Beispiel Mantel mit einer asiatischen Füllung oder Ja. sowas. Kennst du solche Sachen? Nein, leider nicht. Dadurch, dass ich das letzte Mal in Russland war, als ich 8 war, habe ich diesen Trend noch nicht ganz mitbekommen. Aber ich finde, es hört sich ganz interessant an und ich freue mich auf jeden Fall darauf, das mal auszuprobieren. Gut, wer von euch interessiert es an der Kochsendung, die kommt im Januar raus und ihr könnt uns abonnieren und die Glocke neben dem Abonnieren-Knopf drücken, dann werdet ihr benachrichtigt. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es kommt. Außerdem möchten wir jetzt auch nochmal ganz herzlich Danke sagen an die Follower von uns, die uns gerne unterstützen. Immerhin sind wir eine unabhängige Nachrichten-Online-Zeitung, Schrägstrich-TV, und wir machen das quasi in unserer Freizeit. Wir engagieren uns mit dem Thema freiwillig und nicht, dass jemand hinter uns steht und uns dazu zwingt, sondern wir machen das alles aus Herzen und wir freuen uns natürlich auch jedes Mal, wenn jemand bereit ist, uns zu unterstützen und zu spenden. Und zwar einmal über den Merchandising-Shop, dann über PayPal/Russland direkt. Russland TV. Russland TV und auch Patreon. Patreon. Und der Shop ist Genau. unter shop.russland.tv. Und wenn ihr das euch alles nicht gemerkt habt, könnt ihr unter dem Video, Hier. ja, macht mal das Zeichen, unter dem Video in der Infobox seht ihr da die Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann. Und wir können das Geld wirklich brauchen, weil gerade haben wir gesagt, wir haben ja gar kein gescheites Mikrofon oder Stativ. Also wir haben ein Stativ, aber nicht für das Handy, das ich gerade halt zum Live-Chat machen. Und wir brauchen wirklich
Julia und Anna sind viel unterwegs in Russland. Man muss aber dann halt auch von A nach B kommen und muss dann auch die Fahrkarte bezahlen und die Unterkunft bezahlen, wenn man woanders ist, wenn man von woanders berichtet. Dafür brauchen wir die Unterstützung. Und wir danken allen, die momentan spenden, wenn Patrone zuschauen, Windmar, unseren Patronen. Die bekommen auch alle, wenn sie noch nicht bekommen haben, eine Weihnachtskarte von uns. Genau. Ja, und im Shop gibt es ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel das T-Shirt, was ich gerade anhabe. Genau. Und auch noch von den anderen Reihen, also auch von Russland direkt oder von Russland live, genau. Auch noch andere Sachen. Die Kochsendung, wie schon gesagt, kommt im Januar raus, aber vor Januar ist ja noch Silvester und Weihnachten. Genau. Und Silvester ist ja ganz wichtig für die Russen. Feierst du daheim eher deutsch oder russisch Silvester? Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, denke ich, dass es eher russisch war. Also ich habe jetzt keinen Vergleich sonst zu meiner Familie. Genau. Wir haben halt in meiner Familie immer sehr, sehr groß gefeiert. Das war eigentlich jede Tante, jede Großtante, jeder Cousin dritten Grades, jeder Onkel, alle waren dabei. Wir haben immer eine Halle gemietet und da wurde dann mit der kompletten Familie ganz, ganz groß gefeiert. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre Silvester nicht mehr zu Hause mitgefeiert. Da war ich immer woanders. aber je nach, also wenn ich jetzt das bedenke, dass wir immer sehr groß gefeiert haben mit Halle mieten und Spiele spielen und Attraktionen und Programm, dann denke ich, dass es eher russisch war. Habt ihr dann auch die Geschenke an Silvester bekommen, wie es in Russland üblich ist? Nein. Ich bin ja evangelisch, also quasi christlich getauft. Bei uns haben wir das schon immer, mein ganzes Leben lang, immer am 24. Dezember bekommen, spätestens 25. oder 26. Bei uns ist es gar nicht so, dass wir Geschenke an Silvester bekommen. Was ist denn der Unterschied zwischen dem deutschen und russischen Silvester, will der Zuschauer wissen? Du hast beide schon gefeiert. Ja, also in Russland ist es alles viel größer, es gibt mehr Feuerwerk und ja, da wird eigentlich nicht an Kosten gespart. Und es gibt, wie schon gesagt, Geschenke in Russland an Silvester und in Deutschland ja an Weihnachten eigentlich. Ja, genau. Und es ist eigentlich alles viel größer. Man trifft sich auch auf der Straße zum Beispiel mit Menschen, um mit denen halt Silvester zu feiern. Es ist nicht nur so zu Hause, wie es in Deutschland meistens der Fall ist. Genau, ja, so ist es. Und jetzt mal los. Ja, genau. Der kommt auch in Silvester. Auch, ja. Okay, also wenn ihr zu Hause Silvester auch russisch feiert, also mit Geschenken, dann habe ich einen Tipp für euch. Geht auf shop.russland.tv, das ist da, wo man ihr den Merch kaufen könnt. Da gibt es ganz tolle Sachen. Und wie ihr seht, haben wir davon auch einiges zu Hause. genau, und wie schon gesagt, ihr könnt dann auch bei PayPal oder bei Patreon die Katja oder die anderen unterstützen, damit wir weiter Videos machen können. Gibt es noch Fragen zum Thema? Die Leute, das ist sehr interessant. Ist Koriander in Russland so beliebt? Also ich muss es jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich bin vielleicht der Einzige, der in Russland von allen Anwesenden schon Gewürze gekauft hat. Ja, und es gibt Koriander überall, das kann ich sagen, weil Koriander habe ich bis in die kleinste Kleinstadt im Gewürzregal gesehen, sowie Pfeffer und Salz. Ich weiß nicht, aber ich kenne gar nicht so viele russische Rezepte, wo der Koriander reinkommt. Ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so aus dem Stegreif. Also mit der Frage hätte ich auch nicht gerechnet. Ja, ich auch nicht. Benötigt man ein Visum für eine Russlandreise? Ja, die zweite, da sitzen nicht. Aber wenn man nur Deutscher ist, dann schon. Ja, genau. So, ich gucke mal jetzt alles durch. Ihr könnt auch jetzt Fragen stellen, die nicht mit dem Thema irgendwas zu tun haben. Genau, die suche ich gerade. Bist du Lehrerin oder was? War das jetzt eine Frage an euch? Ihr seid keine Lehrerin. Nee, ich bin auch Schülerin. So. Ne, die haben sich schön dran gehalten. Die waren eigentlich nicht viel. Brot mit Koriander, schreibt die Julia da. Ist Brot mit Koriander jetzt der russisches Infood in Moskau? Was? Brot mit Koriander. Ist das Brot dann im Koriander drin, der Koriander dann im Brot drin oder tut man den dann sozusagen dann so drauf? Julia. Erkläre dich, Julia Dudnik. Ja, die Leute wollen jetzt wissen, wie das mit dem Brot mit Koriander ist. Jetzt hat es die Julia ausgesprochen, jetzt muss es auch erklären. Ja. Gut. Oben. Ah, sie hat es wohl schon.
weiter oben erklärt. Sehr schön. Also das werde ich dann später auch nachlesen, was da Brot mit Koriander ist. Ah, es ist noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du das beantworten willst. Was wir von der Politikerin Sarah Wagenknecht halten. Also wir haben sie schon interviewt. Ja. Ich sehe schon, musst du jetzt nicht unbedingt was dazu sagen, aber wer sich interessiert für Sarah Wagenknecht, gibt es Interview mit Julia Dudnik bei Russland direkt. Genau. Anfang letztes Jahr, glaube ich, wenn ich das richtig noch weiß, oder Anfang vorletztes Jahr sogar. Ist doch dann in der Playlist. Ja, ist in der Playlist. Genau, geht einfach auf Playlist bei unserem Kanal, da könnt ihr Julias Videos dann anschauen. Da gibt es auch Fragen dazu, weil man jetzt nach Russland visumfrei kann, dazu kann ich was sagen, weil ich das kenne. Es gibt jetzt die Möglichkeit, nach Russland bis zu 10 Tage ohne Visum, also mit einem Online-Visum zu reisen, das man online bekommt. Das gibt es für die Region Moskau, nee, nicht für Moskau noch nicht, es gibt es für die Region St. Petersburg und für Kaliningrad. Und es ist auch schon im Gespräch, das für den Rest von Russland, ah, da sagt jemand nur 8 Tage, da muss ich also nochmal nachlesen. Es ist aber, also ich habe gelesen 10 Tage, vielleicht habe ich da was Falsches gelesen. Auf jeden Fall braucht man für die zwei Regionen für einen Kurzurlaub jetzt kein Visum mehr und kann da einfach fahren. Und es ist auf jeden Fall geplant, das auch auf andere russische Regionen oder auf ganz Russland auszuweiten. Ist aber noch nicht der Fall, aber es ist nicht ohne Visum, es ist nur so, dass man ein Online-Visum braucht. Also man muss da nicht extra zur russischen Botschaft und ein besonderes Visum machen. So, haben wir noch irgendwelche Fragen? Ansonsten? Ha, ha, ha. So. Gut, ne, die Fragen haben wir jetzt soweit durch. Okay, dann würden wir uns von euch verabschieden. Morgen geht es dann bei Russland TV weiter mit Russland direkt. Und da seht ihr Katja, die sich zum Thema Jahrespressekonferenz und Pressearbeit von Putin äußert. Genau. Also bis zum genau. nächsten. Bis zum nächsten also mache ich ein ganz normal Russland direkt von der Julia und mir, wie immer geschrieben, aber diesmal vorgetragen von der jungen Frau hier. Genau. Oh, jetzt kommt doch noch eine Last-Minute-Frage. Moment. Was? Nee, den kennen wir nicht. Nichts mehr. Wird nichts mehr. Winkt doch mal schön. Dankeschön. Tschüss. Ciao.